Wer einmal Nagisair ist, dann will sie immer essen. Weil ich habe schon meine ganzen Nachbarn, die kommen aus, kommen von Kasachstan und die haben die alle schon probiert. Die fragen immer, wann ich Nagisair wieder mache. Всем привет! У нас на канале новое видео в рамках проекта «Дахайм с Дахом». Меня зовут Ирина, и я хочу с радостью вам представить мою тетю, тетю Таню. Она тоже о себе немного расскажет и будет говорить на своем родном языке. Guten Tag! Ich bin geboren in Blumenfeld, deshalb will ich heute Weise Wiemer macht Nagisair. Viel Blumenfelder wissen, wie man die macht, aber jeder macht sie gleich, ну, wie sie daheim haben gemacht. Хорошо, все тогда передаю вам слово, Таня, вы рассказываете, что мы будем делать. Zu gut Nagisair brauchen wir Kartoffel, Käse, Quark, Käse, Zwiebel, Eier, Hackfleisch, Pfeffer und Salz. Und Reibeisen, dass man die Kartoffel reibt. Wir reiben sie immer noch mit den Händen, weil die schmecken viel besser. Und wenn du die Hände nicht wascht, dann schmecken sie noch besser. No, dann fange ich jetzt an mit dem Käse anrühren. Da nimmt man ein bisschen Salz. Ich mache es mit den Händen, die Hände habe ich gewaschen. Ein Ei kommt rein. Salz und ein Ei, das war's. Und jetzt mit dem Löffel anrühren. In Kindheit haben wir immer mit Käse gemacht, mit Fleisch hat unsere Mama nicht gemacht. Aber jetzt machen wir mit Fleisch und die schmecken auch ganz lecker. Und auch viel Deutsche, meine Kameraden, meine Verwandten, wenn sie kommen, das wird immer gefragt mit Nagisair. Wann machst du Nagisair? Käse machen wir auch selber von unserer Kuh. Da leidern wir die Milchbrühe, Käse, wer das noch weiß, der weiß, wie das geht. Und das weiß ich heute nicht, weil das wird ganz lang. So, jetzt fange ich an mit Fleisch. Fleisch kommt rein, ein Zwiebel reibe ich rein und Salz und Pfeffer. Mit Fleisch mache ich jetzt die Zwiebel reibe ich rein. Ich glaube, meine Mama und der Papa haben nicht so viel Fleisch gehabt, deshalb haben sie mit Käse gemacht. Hier von der Kuh hat man viel mehr Essmittel. Ja, und die Hände müssen auch stark sein, wenn man Nagisair essen will. Du musst die ganze Kartoffel reiben und die Zwiebel, das muss man Kraft haben. So, mit der Zwiebel bin ich fertig. Jetzt machen wir Salz und Pfeffer. So, das mache ich auch mit den Händen. Mit Fleisch bin ich auch fertig.
Jetzt kommen die Kartoffeln, das Allerhaupste. Ja. Meine Mama hat immer die Kartoffel gerieben auf so ein Reibeisen. Und ich reibe sie auf dem Mittel, weil ich koche sie nicht ab. Die müssen noch einmal abgekocht werden, das sage ich später. Und ich koche sie nicht, ich brate sie gleich. Und die schmecken viel besser für mich. Deshalb haben schon ein bisschen anders mit dem Rezept gemacht. So, jetzt fange ich an mit Reiben. Ungefähr 3 Kilo Kartoffeln, die reichen für 4 Menschen zum Essen, zum Mittagessen. So, jetzt mit den Kartoffeln bin ich auch fertig. Jetzt muss man sie ein bisschen abtrennen, die Brühe von den Kartoffeln. Das macht man so mit den Händen. Handschuhe anziehen und so. Jetzt mache ich weiter. So. Wenn ich spüre, ich habe zu viel Flüssigkeit rausgedrückt, dann mache ich noch wieder rein. So. Das war mein Lieblingsessen, als ich Kind war. Wenn ich gehört habe, dass die Mama heute wieder Nagiesaiger kocht, da haben wir uns sehr gefreut. Unsere Kinder, die essen nur bei uns, weil das ist so ein Essen, das macht sehr viel Dreck. Und die Kinder wollen das schon nicht. Die spritzen, wenn man die bratet, Brot in die Pfanne, und dann spritzen sie sehr. Ich mache das immer draus, in die Sommerküche. Да, или весной, ja, das kann man besser oder im Herbst, wenn man die Kartoffeln schon ein bisschen, wenn sie, wie soll ich sagen, nicht gleich rausgraben und machen, weil die haben zu viel Krachmal. Die kocht man oder am Herbst später oder im Frühling, no, im Frühjahr, ja, im Frühling, wenn man die Keller aufmacht, dann schmecken sie sehr gut. Im Sommer sind sie schon ganz anders. Soweit sind wir jetzt fertig. Jetzt muss man die Kartoffel, den Teig, einrühren mit 2 Eier und die Kartoffel. So, Salz. Und 2 Eier. So, die Hände zittern ein bisschen. Jetzt rühre ich das an. Und dann weiß ich, wie man die macht. Und dann kommen sie schon in die Pfanne und dann geht's los. Bisschen rum. Mit dem Teig bin ich jetzt auch fertig. So muss das aussehen. Weich und ein bisschen brüchig. So, jetzt weiß ich, wie man die macht. Legt man sich so auf die Hand, so viel drauf, drückt es aus mit den Fingern. Nehmt den Käse. Den Käse drücke ich auch so ein bisschen zusammen. Das ist so. Jetzt mache ich ihn drauf und mache das zu. So. Jetzt oben noch ein bisschen Kartoffel drauf machen. Und was so zupappen. Leicht, nicht trigger. So. So weit. Und mit Käse.
Jetzt mache ich mit Farsch, mit Fleisch. Und mit Fleisch macht man sie auch genauso. Nehme ich das Fleisch da rein und wieder so zusammen. So sieht es aus. Und wieder ein paar Kartoffeln oben drauf. So. Und Paps zusammen. Besser das alles machen mit Handschuhen. Erst mit Käse machen und dann mit Farsch, mit Fleisch, weil das dich nicht die Hände einmatscht und sieht alles besser aus. So macht man sie mit Fleisch und mit Käse. У нас проект называется The Haim is the Home. И вот хотела вас спросить, что для вас значит это выражение? Ну, оно для меня значит, что мой двор – это мой дом. А как сказать, как страна, мне без разницы. У меня дома, я в своем дворе. Я не чувствую, что там где-то меня какая-то страна защищает это. Я знаю, что всю жизнь я должна сама себе заработать, сама чего-то достичь. А это без разницы, где жить, мне кажется. Ну, дома, конечно, там, где ты на родном языке можешь говорить, тебе легче, опять же. А для меня вот такое понятие. Мой двор, мой дом, моя крепость. Не знаю, другого я не... Ich mache immer erst mit Fleisch und dort mit Käse backe ich sie. Weil mit Fleisch isst man vorher und danach mit Käse, mit Schmand schmeckt es ganz gut. So. Und abbraten tut man sie 15 Minuten von einer Seite und 15 Minuten von der anderen. Und wenn sie ein bisschen länger, dann gibt es Brühe. Und besser so auf den Tisch legen, dann kannst du sie besser runternehmen. Ne, von dem auch. Ich zeige es gleich. So. Soweit. Jetzt kommen sie in die Pfanne. Ich lege es ganz dahin und mache so ein bisschen noch platt und rein in die Pfanne. So. Вот. Deswegen packe ich sie in die Sommerküche, aber nicht in die Wohnung, weil die Spritze muss man alles wieder abwaschen. Da. Jetzt mache ich sie zu mit Deckel und wenn ich sie rumdrehe auf die andere Seite, dann macht man sie nicht mehr zu mit dem Deckel, dass sie knusprig bleiben. Вот такие красивые румяные нагисайры у нас получились. Тань, спасибо вам большое за рецепт. Дорогие друзья, обязательно пробуйте, заходите к нам на канал и готовьте вместе с нами, а мы тоже будем обедать, да? Ja, so jetzt bist du soweit zum Fair, jetzt kommt das Beste. Das Essen ist auf dem Tisch. Bitte schön, guten Appetit.